Oh ja, es gibt, Jungs, es gibt noch mehr Videos von dem. Die schauen wir uns jetzt auch an. Ist mir scheißegal. Es gibt mehr Videos von dem. Die ziehen wir uns jetzt alle rein. Mir egal, ob ihr wollt oder nicht. Hier kämpft unser guter Schmalzlocke Papas. Kämpft hier gegen den Comedian. Naja, das klingt auf jeden Fall nach einem ernstzunehmenden Kampf. Papas, die Schmalzlocke gegen den Comedian. Also, let's go. Christmas Edition. Ja, wer kennt's nicht? Peter Mettler auf Drogen. Junge, Junge. Box is ready. Box, are you ready? Yep. Scrapyard Christmas is it. First round, let's box. Put him to sleep, Pappas. Sleep him. Sleep him, oh Gott, nein, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Er macht wieder den Ip Man. Der Tag, an dem ich von dem Typen verprügelt werde, der ein rotes Hemd hat, Schmalzlocken und den Ip Man-Move macht, ist der Tag, an dem ich mein Hab und Gut alles verkaufe und mich in irgend so ein scheiß Kloster einweisen lasse, damit mich die Öffentlichkeit nie wieder sieht. Ich schwöre es euch, das wäre die größte Blamage meines Lebens. Damit könnte ich nicht leben. Ich würde meinen Namen ändern, ich würde sogar mein Geschlecht ändern. Hauptsache, dass mich nie wieder jemand erkennt. Alter, habt ihr das gesehen, wie er das alles blockiert hat? Hundert Prozent Defense hier gerade. Aber der kann halt den Mundschutz drin behalten, das kann er halt nicht, ne? Das kriegt er gar nicht hin. Darin ist er auch ungeschlagen. Spul mir vor. Ich würde echt gerne sehen, wie er ausgenockt wird. Ey, so einen Typen brauche ich auch bei meiner Organisation. Bei Ring Life Comet brauche ich auch so einen Typen. Ich schwöre es dir. Einfach so als Maskottchen für das Event, ja. Boxing.
Es ist so krass, einfach zuzusehen, ne? Schau mal, das Ding ist, wir schauen uns ja die ganzen Kämpfe an, regelmäßig und so, und wir sind es wirklich gewohnt, gute Kämpfer zu sehen, ja? Und wenn man das dann mal vergleicht mit solchen Menschen, die ja immer noch, seien wir mal ehrlich, beide immer noch besser kämpfen können als der Durchschnitt. Das ist die Realität. Der Durchschnitt denkt, dass er gut kämpfen kann, aber der Durchschnitt kann wahrscheinlich noch nicht mal so viel wie der. So groß ist der Unterschied zwischen jemandem, der wirklich kämpfen kann und jemandem, der nicht kämpfen kann. Die meisten Menschen können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie riesig die Welt dazwischen ist, ne? Was das für eine Kluft ist. Übertreib? Ich übertreib nicht. Der durchschnittliche Typ da draußen kämpft safe so wie er. 100%. Wahrscheinlich sogar noch schlechter, wenn man ehrlich ist. Wenn du jetzt von allen Männern auf der Welt den absoluten Durchschnitt nimmst, ist er wahrscheinlich sogar noch Überdurchschnitt. Das ist jetzt gerade meine ehrliche Meinung. Come on, hat er gerade mal noch zwei miese Bomben kassiert. Fast schlafen gegangen, der Kollege hier. Schau mal. Klatsch. Leute, Klatsch. Da hat er kurz Sterne gesehen, das garantiere ich euch. Ach ey, ich bin fertig. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Das, mir reicht's.